Das Wort Pekan, die Frucht des Hickory- oder Pekan-Nussbaumes, Caria illinoisensis, stammt aus den indigenen Sprachen. Pigan heißt Nuss, jede Nuss. Die Hickories, Schwarznüsse und Butternüsse unserer nördlichen Heimat haben außerdem ihre eigenen Artennamen. Aber diese Bäume waren, wie unsere Heimat, für mein Volk verloren. Auf unser Land am Lake Michigan hatten die Siedler ihr Auge geworfen. Und so wurden wir von Soldaten mit vorgehaltener Waffe den Trail of Death, den Weg des Todes, entlang getrieben. Sie brachten uns an einen neuen Ort, weit weg von unseren Seen und Wäldern. Aber auch dieses Land erweckte jemandes Begehrlichkeit, also wurden wieder die Bündel aufgerollt. Diesmal waren sie schon dünner. Innerhalb einer einzigen Generation wurden meine Vorfahren dreimal umgesiedelt. Von Wisconsin nach Kansas, über weitere Zwischenstationen schließlich nach Oklahoma. Ob sie wohl über die Schulter einen letzten Blick auf die wie eine Fata Morgana glitzernden Seen zurückgeworfen haben? Haben sie die Bäume zum Andenken berührt, als sie immer seltener wurden, bis da nur noch Gras war? So viel wurde auf diesem Weg verstreut, zurückgelassen. Gräber von der Hälfte der Menschen. Sprache. Wissen. Namen. Meine Urgroßmutter Chanote, Wind, der hindurchweht, wurde Charlotte genannt. Namen, die Soldaten oder die Missionare nicht aussprechen konnten, waren nicht erlaubt. Hallo Buchkomplizen. Ich präsentiere euch heute das Buch Geflochtenes Süßgras von Robin Wall Kimmerer. Dieses Buch ist ein unerwarteter Bestseller geworden. Es ist bereits 2013 erschienen, aber erst 2020 hat es dann ein größeres Publikum gefunden und erst 2021 ist es dann auch zu uns in die Buchhandlung gekommen, hat dann aber eine ganz steile Karriere hingelegt. Der Untertitel des Buches lautet Die Weisheit der Pflanzen und man könnte diesen Untertitel eigentlich ergänzen und sagen, es geht auch um die Weisheit der indigenen Bevölkerung Nordamerikas, der Robin Wall Kimmerer, die Autorin, angehört. Aber es ist eben nicht nur ein Buch über die indigene Bevölkerung, das Schicksal dieser indigenen Bevölkerung, das immer wieder angesprochen wird, das immer wieder erzählt wird, sondern es geht auch um eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dieser Weisheit, mit diesem Wissen. Hier kommen also mehrere Stränge zusammen, die verflochten werden. Und da haben wir unser geflochtenes Süßgras vom Titel. Einerseits die Geschichte der indigenen Bevölkerung, die verlorene Kultur, die verlorenen Traditionen, das verlorene Wissen, auch eine verlorene Lebenshaltung, die Autorin wiederbeleben möchte bzw. uns näher bringen möchte. Denn wir, die wir Außenstehende dieser Kultur sind, wir sehen das natürlich fast wie etwas Exotisches. Und sie erzählt uns davon und erzählt, was der tiefere Wert und der tiefere Sinn dieser Traditionen ist, was da dahinter steckt. Das beginnt bei einer grundsätzlichen Lebenseinstellung der Dankbarkeit und der Verbundenheit mit der Natur. Das geht bis hin zur ehrenhaften Ernte, vielleicht sage ich noch was dazu. Und es geht auch noch zu anderen Dingen der Sprache, zu sprachphilosophischen Überlegungen, was man in dieser Sprache ausdrücken kann und eben nicht ausdrücken kann. Denn auch das sagt sehr viel über eine Lebenshaltung aus. Also das ist das eine. Das andere ist eben das Wissen, das dahinter steckt, die harten wissenschaftlichen Fakten. Die Autorin ist auch Biologin und sie lässt uns immer wieder auch teilhaben an Erkenntnissen. Das heißt, traditionelles Wissen, das von Generation zu Generation überliefert wurde, steht hier auch auf dem Prüfstand und wird hier auch erklärt und kontextualisiert. Warum hat man das so gemacht? Hat das wirklich was gebracht? Steckt da was dahinter? Ist es nur Aberglaube? Das ist interessant und spannend. Manchmal fast schon ein bisschen zu detailreich, fand ich. Ihr seht, es ist ein sehr dickes Buch und sehr viele kleine Kapitel.
Und jedes Kapitel geht in die Tiefe einer bestimmten Pflanze, einer bestimmten Gegend, einer bestimmten Tradition. Man muss die Kapitel nicht hintereinander lesen, man kann, aber es ergibt sich ein sehr breites Panorama einerseits dieses indigenen Wissens, dieser indigenen Welt, die weitgehend verloren ist. Es entsteht aber eben auch ein größerer Kontext, wie das eigentlich ist mit dem Menschen und mit der Natur. Und hier für alle diejenigen von euch, die meine Buchbesprechung von Oliver Stengel gesehen haben, das Buch Vom Ende der Landwirtschaft, das hat einen ganz anderen Ansatz. Dieses Buch ist quasi der Gegenentwurf zu Oliver Stengels Buch. Wenn uns das Buch von Oliver Stengel aufgeregt hat, weil es ja eine sehr desillusionierte Weltsicht hat und die Botschaft war, der Mensch muss sich aus der Natur zurückziehen, wir müssen wieder Wildnis ermöglichen, wir müssen die Natur sich selbst überlassen, ist die Botschaft von diesem Buch, nein, wir müssen als Menschen unseren Platz in der Natur wieder finden. Also die Schlussfolgerung, die Robin Wall Kimmerer zieht aus unserer, sagen wir mal, zerstörerischen Lebensart, ist nicht, dass wir uns aus der Natur zurückziehen müssen, sondern dass wir wieder verstehen müssen, was unser Platz und unser Teil in der Natur eigentlich ist. Denn wir Menschen haben dort einen Platz und wir gehören dazu. Wir sind nicht außerhalb der Natur, sondern wir sind in die Natur eingebunden. Wir brauchen die Natur, die Natur braucht auch uns, wenn wir es richtig machen. Und das ist so eine Botschaft aus diesem Buch. Man muss allerdings aufpassen, und das ist vielleicht auch eine Kritik, die ich jetzt an diesem Buch hätte. Man darf als Leserin, als Leser nicht in so eine Karl-May-Winnetou-Romantik verfallen, denn natürlich erzählt uns die Autorin von einer indigenen Stammesgesellschaft, die funktioniert, die in Harmonie lebt, die diese schönen und auch sinnvollen Traditionen pflegt. Aber die Welt dieser indigenen Bevölkerung existiert nicht mehr. Wir leben heute in Großstädten, hochtechnologisiert, mit einer viel größeren Bevölkerungsdichte. Und diese Landschaften, in denen diese indigenen Menschen gewohnt haben, diese Landschaften sind zum Teil nicht mehr da. Und es ist auch so gut wie unmöglich, die wiederherzustellen. Und es geht, glaube ich, auch nicht darum, das jetzt wiederherzustellen und wir müssen zurück in die Vergangenheit. Das ist nicht möglich, das ist auch nicht sinnvoll. Sondern es geht mehr um die Frage, wie können wir dieses alte Wissen, das wir auch wissenschaftlich untermauern können, also das auch tatsächlich ein Fundament hat, wie können wir das in die Zukunft bringen, sodass wir alle davon profitieren? Wie können wir diese ehrenhafte Ernte zum Beispiel, wie können wir die integrieren in unsere Welt, in unser Leben? Und das mit der ehrenhaften Ernte möchte ich euch noch kurz erzählen. Es ist nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen, die in diesem Buch erzählt werden. Da geht es um dieses Süßgras vom Titel. Dieses Süßgras wächst in großen Feldern. Und das Prinzip der ehrenhaften Ernte besagt, wenn du etwas erntest, nimm nicht das Erste, das du findest, und nimm immer weniger als die Hälfte. Dann hast du immer etwas zu ernten. Und das wurde auch wissenschaftlich untersucht. Man hat drei Felder mit diesem Süßgras hergenommen und hat das über mehrere Jahre beobachtet. Und ein Feld hat man gar nicht angetastet. Auf einem Feld hat man die ehrenhafte Ernte gemacht. Und auf einem Feld hat man einfach, wie wir es kennen, alles abgeerntet. Und es hat sich dann tatsächlich längerfristig herausgestellt, die ehrenhafte Ernte, dass man eben nur quasi jeden zweiten oder eben nicht einmal jeden zweiten Halm erntet, das war für das Feld die beste Art der Ernte. Warum? Weil dadurch zwischen den Halmen mehr Platz war, mehr Licht reingekommen ist und dadurch mehr Wachstum möglich war. Während im wilden Feld, das gar nicht angetastet wurde, ist das langsam verkümmert, denn die Pflanzen haben sich gegenseitig Licht und Luft weggenommen. Und natürlich das
Feld, auf dem völlig abgeerntet wurde, das war natürlich die schlechteste Variante. Also man sieht, diese ehrenhafte Ernte, die hat tatsächlich etwas für sich. Man kann auch tatsächlich was daraus lernen. Das ist überhaupt die Erkenntnis aus diesem Buch. Man kann hier ganz viel lernen. Was ich mir gewünscht hätte, wäre ein bisschen weniger langatmige und blumige Beschreibungen von Landschaften und von Natur und von Pflanzen. Ich fand das teilweise ein bisschen mühsam, wenn sie da erzählt, wie sie da in den Wald geht und was sie da alles für Pflanzen sieht. Und sie nennt sehr viele botanische Namen, unter denen ich mir jetzt aber gar nichts vorstellen konnte, weil ich die Pflanzen nicht kenne, weil es auch Pflanzen sind, die teilweise hier bei uns in Europa gar nicht wachsen. Da hätte ich es schöner gefunden, wenn es Abbildungen dieser Pflanzen gegeben hätte, einfach damit man sich auch ein Bild machen kann. Bilder gibt es in diesem Buch überhaupt keine. Da muss man sich mit dieser Blooming-Sprache begnügen. Das Buch ist zum Teil auch sehr schön und sehr poetisch geschrieben, teilweise auch sehr literarisch. Es werden auch viele Geschichten erzählt. Also es hat sehr viel zu bieten, aber man kann es deswegen nicht in einem Zug lesen. Man braucht auch schon ein bisschen Zeit. Man muss sich auch Zeit lassen. Und ich finde, es lohnt sich auch zwischen den Kapiteln einfach auch mal eine Pause zu machen, ein bisschen drüber nachzudenken, was jetzt hier wieder erzählt wurde und was man selbst darüber denkt und was wir jetzt daraus machen. Denn das ist ja die große Frage, wie können wir dieses alte Wissen mit unserem neuen Wissen verknüpfen und wie können wir daraus eine Zukunft gestalten, die für uns und für die Pflanzen und die Tiere, für uns als Natur, wenn wir sagen, wir alle gehören in die Natur, die für uns als Natur eine Zukunft ist, in der wir alle bestehen können. Meine Buchempfehlung, Robin Wolkemacher, Geflochtenes Süßgras.